So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Tribulus, let's play. Eine neue Runde Project Phoenix. Mit mir wieder mit dabei und hast du nicht gesehen, der Street Digger 2. Ja, einen wunderschönen guten Hallo. Und der Marcel. Hallo. Jo, nach dem Fail und so weiter gegen Ende der letzten Folge, machen wir es denn heute nochmal ein bisschen richtig und ein bisschen was Vernünftiges und so, ne, weil der Tribulo ist ja am Arbeiten. Ja, genau. Die beiden machen da ihre Schäden erstmal kaputt, ich habe mich erstmal abgesetzt. So, wir pflanzen eine Daisy und jetzt nehmen wir uns da ein bisschen Stone. Wie viel sind denn das jetzt? Wie viel müssen das denn nochmal sein, hör mal? Da muss ich doch jetzt nochmal glatt weg in das Botania-Buch gucken. Mana-Manipulation, war das hier drin? Nein. Basics? Pure Daisy. Ich bin ja immer noch dafür, dass wir den Hund töten. Warum? Der hat mich angegriffen. Hundehasser. Ja, was greifst du mich auch an? So, ja, wir haben jetzt hier die Steine drumherum gelegt. 8 Steine um die Daisy. Jetzt glitzert das alles hier so ein bisschen. Dieses Glitzern ist ein Zeichen dafür, dass es richtig gelaufen ist, dass wir nichts falsch gemacht haben. Sollte es nicht glitzern, hat man was falsch gemacht. Klingt komisch, ist aber tatsächlich so. Ja, das dauert jetzt halt immer so einen kleinen Moment. Einer von euch könnte mir nochmal eine zweite Daisy bitte rausbringen. Ihr müsstet ja die Quest schließlich auch beendet haben. Ja, warte, ich bringe eine. Wo bist du genau? raus und dann links. Ah, Richtung Felder, Schweine. Ach, da oben ist Felder. Richtung Schweinefelder. Ja, genau. Axt. Der eine ist verkehrt. Du meinst die Baconfelder. Da, zack. Wieso hat er jetzt nur 3 fertig gemacht? Was ist denn das für ein Quatsch? Oh, nö, ne? Pflanz die bitte da rein. Ja, Blood Moon is Rising. Schon wieder. Nein. Doch. Ich hab keinen Bock mehr da drauf. Blöd gelaufen, würde ich sagen. Ich schau nochmal, ob ich hier einen kleinen Moment... Ja, wunderbar. Die 8 Stones haben wir dann wenigstens schon mal. Dann können wir nämlich schon mal sehen, was wir danach machen müssen. Dann kann ich gleich nochmal... Ach, scheiße. Ich brauche genau 1 Stone, Jungs. 1 Stone? Dann ein... Ja. Nee, ich habe alles so Dings verarbeitet. Stone Bricks, kann man die nicht per Schissel wieder zurückschisseln? Nee, da kriegst du auch Stone Bricks raus. Ach, verdammt. Ja gut, Blood Moon is Rising. Soll ich jetzt? Ach so. Das ist aber ein nettes Gartentor hier. Ja, finde ich auch. Das wird uns auch bestimmt und auf jeden Fall schützen. Ja, erstmal schon, oder? Ja, ich denke. Oh. Nee, das ist das falsche Buch. Questbook. Kicken wir mal rein in das Questbook. Nein. Pams Kochschule, nein. Der alte und das Mary Culture, nee, mutierte Pflanzenwelt. Open. So, es lebt. Living Rock. Daybloom, pick one reward. Ich nehme mal eine Daybloom. Okay. Ja, das ist mein Schild. Auffangbecken. Ja, so ein Mana-Pool sollen wir bauen. Und dafür kriegen wir 1 Gold. Ich glaube, den Mana-Pool können wir sogar bauen. Da muss ich mal wieder in dieses Mary Culture-Buch reingucken. Was, Mary Culture? Wie komme ich immer auf Mary Culture? Ich weiß es nicht. Mana-Pool. Mana-Pool ist bla 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 bla. Genau. Das ist ja recht easy eigentlich. Ich habe ja den Stone mitgenommen. Den habe ich ja noch schnell abgebaut. Zack, fertig ist das. Und die nächste Quest. Ja, 1 Gold-Ingot. Uhu. So, was haben wir jetzt? Mehr Platz. Was? Wir benötigen dringend einen Mana-Pool, der mehr Mana lagern kann. Wirf einen Violated, Diluted, was auch immer, Mana-Pool in einen ausreichend gefüllten Mana-Pool, um einen Mana-Pool zu erhalten. Okay. Also manchmal, also bei solchen Sachen frage ich mich, ob Olli irgendwie heimlich am Alkohol nascht. Also ganz ehrlich. So. Ja gut, okay, es gibt wahrscheinlich den Diluted und dann einfach den normalen Mana-Pool, ne? Ja, aber da würde jetzt halt die Quest eigentlich fehlen mit dem Mana-Spreader.
Okay. Weil das nächste wäre eigentlich der Mana Spreader. Mana Detektor ist falsch. Und der Mana Spreader, den kann man dann mit einem Twig, ja, beziehungsweise mit einem Wand. Wand of the Forest, genau. Damit kann man den Mana Spreader dann halt drehen. Ja, und hier ist irgendwie so dieser, wie der Spreader stehen muss und alles. Und das habe ich den ganzen Tag nicht verstanden. Hat auch erst nicht funktioniert. Also der Marcel und ich haben das ja schon mal ausprobiert. Ja. Hat erst nicht funktioniert. Dann haben wir das Ganze abgerissen, neu gestellt. Dann hat es funktioniert. Okay. Also das Ding ist, was ich einfach vermute, sobald da irgendwie einer an dem... Party. Ja. Sobald da irgendwie einer am Spreader rumdreht, ist die Sache gegessen. Okay. Wand of the Forest. Und, ach jetzt. Genau, dafür brauchen wir 1, 2, 3 Living Wood Twigs und dann halt, je nachdem, was wir da haben wollen, für eine Farbe, brauchen wir dann halt eben dementsprechend die Farben. 128 Rezepte. Läuft, Alter. Ja, ist halt immer das Gleiche. Es kommt dann halt nur darauf an, wie der Wand of the Forest dann hinterher aussieht. Aber den können wir jetzt halt nicht machen. Das ist halt das Ärgerliche. Komisch, ne? Ja, dank. Ja, das hat ja richtig gut geklappt hier. Ja. Ey, aber zweimal Blattmond direkt hintereinander, das ist doch auch irgendwie nicht so richtig. Nicht wirklich. Glaube ich auch nicht. Und vor allem, wir können jetzt gar nichts machen, ne? Oder nö, können wir gar irgendwas nix machen? Was ist denn hier mit der alten Angel? Ja, die Angel könnten wir bauen, ja. Die Landwirtschaft nicht. Pams Kochschule. Achso, da müssen wir einmal Bedrock für haben. Ja. Der alte Mops und das Meer. Da ist Mariculture dabei. So, Reed. Und die Weed Fishing Rod. Dreimal Sugar Canes und zweimal String. Ja. Haben wir Sugar Canes irgendwo? Ja, ich glaube, ich habe noch ein paar. Ja, hier sind wir könnten auch im Dings, glaube ich, ein bisschen was machen. Hier Zivilisation hier, Funke-Zivilisation. Oh, ich muss schon wieder die Taschen leer kriegen hier, das ist unglaublich. Ja, gucken wir gleich mal rein. Hier sagt ein paar mystische Flowers darin. Lucula, das Wort heißt Lucula. Ja, können wir gleich machen. So, erstmal brauchen wir hier noch zwei Strings. Dann können wir nämlich Marcel später angeln schicken. So. Ja, immer auf mich. Ja, du bist doch hier unser Leibeigener. So, und ich habe auch ein Buch dafür gekriegt. Fish and Breeding Nummer 42. Hier wird auch erklärt, wie der Sifter hergestellt wird. Wie Fischöl funktioniert. Alter, die ganzen Rods. Ja. Yum Defaults. Viromind. Aquatic Environment Analyzer. 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 Hier steht, und hier steht übrigens auch, wo man den COD fängt. Diesen cool. Saline Water, minus 3 Grad bis 20 Grad. Also hätten wir das einfach in ganz normalen Wasser in Blast auffangen können. Ja, hätte man. Hätten wir. Hätten haben wir aber nicht. Nee, haben wir nicht. Kommt auch nicht wieder, das Let's Play. Nee, glaube ich auch nicht. Gott sei Dank. Okay, hier stehen ein paar nette Sachen drin. Wir müssen erstmal gucken, können wir die Quest beenden? Ja, können wir. Claim Reward. Gibt's zwei Würmchen. Was wäre die nächste Quest? Wer hätte das gedacht? Baue 4 Fishing-Netze. So, was sagtest du? Ein Funke der Zivilisation? Ja. Ja, Nucular. Das Wort gesagt heißt Nucular. Mhm. 32 Kohle, Manual Detect. Wieso soll ich keine 32? Achso, nur 20 in der Tasche. Na, ja, hier ist Kohle. Kohle. Ja, hier. Und ist die Kiste. Kohle. Zack, zack. Claim Reward. Ein Feuerzeug. Uhu. Ach, guck an. Haben wir einen Survivalist Generator gebaut? Wir haben gleich den gebaut und ich hatte gesagt, den Survivalist überspringen wir da ineffizient, ne? Ja, genau. Ja, dann bauen wir halt einen Survivalist, ne? Ja, der ist einfach nicht effizient genug. Ja. Okay. Ja. Das. Moos. Moos ist toll. So, Kohle da rein. Ja, genau.
So, so, so. So, was brut wie denn dafür? Wir brut dafür auf jeden Fall schon mal dreimal Holz. Dann ein paar Cobblestones, die habe ich auf Tasche. Ne, Erze nicht. Eisen. Eisen. Da draußen ist gut Polade, mein lieber Mann. Eisen, 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 Eisen. Ja, ich glaube, ich gehe auch nicht meinen, weil die Mobs werden da unten bestimmt genauso aggro sein. Da unten sind es auch immer Mobs. Ein bisschen, ja. Ach, ich brauche mehr Cobblestone. Oder haben wir irgendwo noch einen Furnace? Nee, ich glaube nicht. Okay, dann nehme ich mal den ganzen Cobblestone mit. Die haben wir, glaube ich, nicht auf Halde produziert. Redstone. Redstone, Redstone. Redstone, Redstone, irgendwie sowas. Hier. Drei Stück. So. Und dann geht das jetzt voll los hier. Und zwar als erstes nehmen wir uns einen Ofen. Nein, da noch nicht. Dann als nächstes bauen wir uns einen Piston. So und so. Der Piston, glaube ich, dahin. Das, glaube ich, dahin. Dann hier, glaube ich, Redstone oder dahin. Ich weiß es also nicht genau. Also ich glaube es ja nicht, ne? So rüber. Ja, was denn? Ja, da steht schon wieder ein Creeper direkt vor der Tür. Ja, läuft ja. Ja, ich mach's nicht auf. Survivalist Generator. Hammer. Hammer fertig. Hammer gemacht. Oh, cool. Claim Reward. Den Charcoal. Energie aus Lava. So. Wow. Einfach Stromkabel. Energie aus Flüssigbrennstoff. Dampf ablassen. Sterling Generator. Okay. Ein Lava Bucket. Eine Refinery. Da sind wir, glaube ich, noch ganz weit von entfernt. Wenn mich nicht alles täuscht. Na, gibt sie mir. Da brauchen wir, glaube ich, ein Gear. Ein Diamond Gear. Richtig. Und dafür brauchen wir 4 Diamantentanten. Haben wir Diamanten eigentlich? Nee, ich glaube noch gar nicht. Okay, dann. Ich brauche auf jeden Fall schon wieder was zu essen. Die sind alle weg? Ja, die spawnen nach dem Blood Moon. Ach so. Okay, schön. Hätten wir ja auch ein bisschen warten können, ich Depp. Naja. Ja. Ja. Da sie jetzt ja alle weg sind, können wir uns eigentlich mal das Holz unter Nagel reißen. Achso, die Axt habe ich schon ausgerüstet. Ja, könnten wir denn, wenn wir nur wollen. Ja, und dann schnappen wir uns hier mal das Holz. So. Nehmen wir hier mal den Livingstone. Ja, den werden wir jetzt, glaube ich, erstmal noch nicht weiter gebrauchen. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ach, was mache ich denn für einen Quatsch? Das war das falsche. Das war das falsche Holz. So. Ich wollte Marcel gerade umbringen, Alter. Ich habe nur im Augenwinkel gesehen, dass da was kommt, ey. So. Ja. Können wir hier. Haben wir noch drin, Leute, haben wir noch ein Quest-Ding. Nee, Quest nicht hier, sondern so ein. Crafting-Table. Ja, so ein Crafting-Table. Ja, haben nee, wir noch einen. Mach ich dir. Nee, ich kann einen machen. Es geht nur darum, so. Wenn wir einen über gehabt hätten, dann bräuchte ich jetzt keinen hier extra herstellen. Nee, ich glaube nicht. Ja, gut. So, Crafting Abarillo. Zack. Ja, das müssen wir auch irgendwie absichern. Jetzt muss ich erstmal direkt schauen. Was war denn das nochmal? Was wollte er jetzt als nächstes von uns? Forstwirtschaft haben wir auch freigeschaltet jetzt. Ach, cool. Cool. Oh, da haben wir jetzt ja wieder ordentlich was zu tun. So, der Alte und das Meer war das nicht. Mutierte Pflanzenwelt. So, da gibt es einen Livingwood-Twig für. Zack, Hammer. Oh, Autschen. Was brauchen wir? Nee, wir müssen reingehen. In the Hood. In unsere krasse Bude hier. In die Junggesellenbude. 3 Herren in einem Raum. Schlecht, ne? Kann man schlecht Fotzen lecken. Alter, was geht mit dir? Das hat schon Helge Schneider gesagt. Was ist los mit dir? Ah, Helge Schneider, ja. Ich möchte hellblau. Ach nee, da brauche ich nur ein so ein Ding. Nein, nimm rosa. Ich wollte dich dir gerade fertig rosa machen. Ach so. Ja, so, wir brauchen aber noch mehr von den Living Twigs. Das ist ja schön, dass Olli einem einen gibt, aber man braucht 3 Stück. Für was? So für einen Wand of Forest. Formschirm. Ah, okay. Ui, hier. Schick.
spüre die Macht des Zauberstabs. Herzstab gesagt. Oh. So, Wand of Forest ist fertig. Ich nehme diesmal eine Nightshade. Jo, jetzt geht's los mit dem Mana Spreader. Wo haben wir es denn? Ich könnte es ja natürlich auch nachschauen per NEI. Das ist aber langweilig, das kann ja jeder. Der Mana Spreader. Dafür brauchen. Oh, Vollgas hinter sich. Es ist auch 20.30 Uhr, aber die Leute, die lassen sich heute sowieso schon wieder Zeit. Ja, Moment mal ganz. Ich habe ja draußen so ein Ding. Nein, was habe ich getan? Oh mein Gott. Was habe ich denn daraus jetzt gebracht? Living Planks. Ich bin so schlecht. Unglaublich. Oh. Ja, weil ich da jetzt Living Planks draus gemacht habe. Und die brauchen wir den ganzen Tag nicht. Okay, dann reißen wir das. Was kannst du mit denen machen? Ab. Ja, gar das nix, ist, glaube ich, ganz normales Baumaterial. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. So. Wie war jetzt der Mana Spreader? Okay. Einmal so. Einmal so. Dann. Shit. Ah, hier haben wir noch eine. Ja, sauber. Das war der Marcel. Gut. Warum? Ja, die Folge hatte es ja eh schon hinter sich. Jo, weiß ich nicht. Wahrscheinlich der Kleinen festgefressen. Na. Der Mana Spreader. So, und wie man mit dem Mana Spreader und dem Pool umgeht, das zeigen wir euch beim nächsten oder übernächsten Mal, wahrscheinlich beim übernächsten Mal. Und ja, bis dahin, ja, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, haut da rein und tschüss. Tschüss.